Peace, Freunde, und willkommen zu einer weiteren Fußball-TikTok-Reaction auf meinem Kanal. Ich glaube, heute haben wir viele Messi- und viele Ronaldo-Clips am Start, legendäre Clips vor allem. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr die Ära von Ronaldo und Messi jetzt schon vermisst. Ihr wisst, ne, nur noch ein paar Jahre und dann sind die komplett weg vom Fenster. Also genießt die letzte Zeit, auch wenn sie jetzt bei Miami und in der Saudi-Liga sind. Wir gucken uns jetzt die legendärsten Momente von den beiden an. Let's go. Oh, yes, baby. Wir fangen an mit einem Clip von Messi, Neymar und wer war eben rechts? Ich glaube, Xavi habe ich gesehen. Digga, das war damals schon echt heftig, ne? Ich sag ehrlich, wo ich Messi, Neymar und Suarez bei Barca gesehen habe, habe ich sogar manchmal gedacht, oh, was haben die schon wieder gemacht? Oh, was ist da passiert? Oh, das macht ein bisschen Spaß, den zuzugucken. Muss ich zugeben jetzt im Nachhinein. Guck mal, wie cool. Der gibt Neymar den Elfer, Neymar verwandelt. Und dann kommt Messi und verteidigt Neymar und sagt, lass mein Neymar in Ruhe, Junge. Hör auf mit dem Scheiß. Guck mal, Brasilien gegen Argentinien. Er hat die schöne Hallo gesagt, als ich meine Freundin Hallo sage. Ich sag ehrlich, Digga, mit diesem Hals fassen und so. Bro, chill. Man denkt Ehepaar. Und dann ist Neymar einfach weggewechselt, weil er nicht mehr im Schatten von Messi stehen wollte. Und was passiert? Messi wechselt hinterher. Bro, best friends, sag euch ehrlich. Das sieht so heftig aus, wie die beiden miteinander befreundet waren. Und wie die beiden miteinander zusammen gezockt haben. Oh, guck mal, was hier steht. Jetzt nur noch Neymar und Suarez zu Miami. Stell mal vor, wir sehen nochmal MSN bei Miami. Digga, als er Boateng so hochgenommen hat, ne? Das ist echt zu viel für jeden Bundesliga aka Deutschland-Fan. Alter. Die finden alle 2,50 Euro auf dem Boden, ne? Alle sehen dann 10 auf dem Boden oder so. Muss sich auf jeden Fall lohnen, wie so oft wie die runterfallen und was finden. Hoppala! Heppa! Hepp! 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 Hopp! So krank, wie schnell der Typ dribbeln kann, ne? Digga, diese Körpertäuschung auch, ne? Das meine ich. Guck mal, der Spieler schwindelig. Und dann geht er ja nicht nur durch einen durch, sondern durch so viele. Das ist so das Krasse bei Messi. Ich könnte mir das den ganzen Tag angucken von den beiden. Messi, Ronaldo, Neymar Clips so. Von den dreien. Guck mal, wie schön diese Tunnler sind, diese Pannas. Mit Oberschenkel angenommen, dann den Ball noch in der Luft weiter mitgenommen und dann perfekt in den Lauf. Guck mal hier, wie jung er da noch war. Komm, mit Nummer 19 noch. Messi on a million backs. Messi for a million flashbulbs. Messi. Alter, guck mal seine Frisur, guck mal wie er aussah. Und dann hat er auf einmal Glow-Up bekommen. Auf einmal so eine Frisur, Bart, er sieht aus wie ein neuer Mensch. Plus Ballon d'Or jetzt auch noch, ne, dafür bekommen. Also für ihn nochmal ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr gewesen. WM gewonnen, Ballon d'Or gewonnen.
diese Frisur von Ronaldo. So eine Filme fährt jetzt UFO. UFO 361 hat er. Erzählen, was ihr wollt, aber es ist der beste Freistoß. Guck mal, wie viel Speed dieser Ball hatte. Guck mal, wie perfekt er geflogen ist. Der Torwart konnte nichts machen. Welt halten können, ist Fakt. Boah, Marcelo vermisse ich auch irgendwie, ne? Ich schwöre, Marcelo war auch so ein geiler Linksverteidiger. Genießen, 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 genießen. Ich meine, wir gucken uns gerade die legendärsten Momente von Messi und Ronaldo an. Da muss dieser Fallrückzieher natürlich auch drin sein. Wunder, wunder, wunderschön. Einer der schönsten Fallrückzieher, die ich jemals gesehen habe. Der streichelt seine Glatze. Alter, dieser Clip ist so emotional für mich auch irgendwie. Oh, Cristiano Ronaldo, best skills. Guck mal, wo er jung war, ne? Da war er so wuselig irgendwie. Mit seinen Übersteigern und, Digga, wie auch geskillt er, diese Ronaldo-Chops und so, dieses ganzen, Digga. Ich check's nicht. Das war so crazy bei Man U. Bei Real hat er ein bisschen aufgehört damit. Da hat er dann mehr einfach auf Tore gespielt. Und bei Man U war ja noch dieses, so wie ich gespielt habe in meiner Jugend damals. Junge, guck mal, der Arme! Digga hat Familie, Freundin vielleicht, der schläft 2 Wochen aufs Sofa. Nicht nur einen Tag, der wird raus. Der hat so 10 Euro gefunden. Hopp, no look. Hoppala. Zacka, zacka. Hopp, nochmal 10 Euro auf dem Boden gesehen. Und der nimmt auch noch einen Fünfer mit. Warte. Ja, da lag er. Habt ihr gesehen, mit linker Hand aufgehoben. Ah! Ja, ich sag euch ehrlich. Ich sag euch ehrlich, das ist gerade zu viel des Guten. Das ist gerade zu viel des Guten, was ich hier gerade sehe. Oh. Ich muss Stopp drücken. Ich muss Stopp. Bevor ich... Crazy, 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 crazy Clip. Wie oft kann man dieses Video liken? Ich like es 100 Mal. Ich versuche so viele Likes zu geben, wie es geht. Ronaldo, Neymar, Mbappé in einem Clip und Messi. El Clasicos. Ich krieg grad eine Gänsehaut. Aber eine geistkranke Gänsehaut. Alter, wie schön. Who's that guy there? Who's that guy over there? Wer ist das? Wisst ihr nicht, dass Ronaldos Sohn Messi sehr doll mag? Ja, der ist so schüchtern jetzt gewesen, weil er halt Messi sehr gerne mag. Ich glaube, er ist so ein bisschen Messi-Fan. Aber ist ja auch süß. Also er liebt natürlich seinen Vater und ist auch Ronaldo-Fan, aber er mag auch Messi, aber ist cool. We noticed you've been talking a lot. Do you miss him?
¿Te extraña o no? Es la pregunta. ¿Para él o para mí? No, tú a él. Ah, ¿quieres los dos? Sí. Ok, el que conteste primero. Sí, yo se lo dije en su momento, era lindo lloré tenerlo. Lloré mucho por Cristiano. Era una rivalidad linda, sobre todo porque estaba en el Madrid también y bueno, ahora está en un gran equipo también y lo vemos de España. I was curious because... Bruder, und ihr wollt mir sagen, Ronaldo ist unsympathisch. Er sagt, wir haben noch nie zusammen gegessen. Jetzt, wie er stand. Aber ich hoffe, dass wir es eines Tages noch machen können. Bro, mein Herz schmilzt. Wenn ihr für dieses Video kein Like da lässt, ne? Dann weiß ich auch nicht, Bro. Das ist eins meiner geilsten Reactions. Ich sag jetzt schon. Oh, und diese Miami Free Kicks kommen jetzt auch noch. Digga, diese Freistöße von Messi, was soll ich euch erzählen? Die passen immer so, so genau, ne? Der Typ ist so verrückt, sein linker Fuß, ne? Ist unglaublich. Guck dir das an jetzt. Vorstehen, Ter Stegen. Ederson, egal wer, hältst du nicht. War ich bei dem Spiel im Stadion? Ist es der Freistoß, wo ich im Stadion war? Nicht im Stadion live gesehen habe, aber war ein anderes Freistoß. Er hat ja mehrere gemacht in Saudi-Arabien. Er hat ja auch mehrere Freistoßtore gemacht, falls ihr es nicht wisst. Natürlich hat er mehrere Freistoßtore gemacht, weil er halt schießt, wie er schießt. Wäre der rechte Spieler vielleicht gesprungen, hätte er vielleicht geblockt, ne? Dann wäre er vielleicht in die Mauer gegangen, aber er war zu faul, um zu springen. Und das ist auch ein, also, das verstehe ich nicht. Guck, wie viele Meter das sind. Guck, wie er sich hinstellt. Er steht da wie Superman, auf Zehenspitzen, alles. 35 Meter. Arsenal schockiert. What? Ronaldo. Dun 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 dun. Ein Macher für mich. Ein Macher für mich. Aber Messi auch ein Macher für mich. Ey, lass mein Abi Suarez in Ruhe. Auch wenn das meine Real Madrid Galaktischen sind. Weil Ronaldo regelt das eh, Freunde. Ronaldo regelt das doch eh, der macht das doch. Ronaldo bringt die 3 Punkte nach Hause. Ronaldo bringt die 3 Punkte nach Madrid. Boom, sein Schienbein kaputt, aber. Und trotzdem Tor. Alter, der Arme. Alter. Gehalten hat. Davon gab es auch so heftige Bilder, ne? Oh Junge, was ist für eine Qualität? Ich denke gerade, ich bin mit Messi. Ich denke gerade, ich stehe vor ihm. Ich denke, ich bin die Kamera. Ich bin der Kameramann. So fühle ich mich gerade. Aber gerade bist du mit Kopfschmerzen, deswegen keinen Bock mehr, Kopf zu drehen.
Ey, Freunde, ich beende das Video jetzt an der Stelle. Wir haben noch einige Clips davon übrig. Wir sind schon bei 17 Minuten 30. Wenn ihr ein Part 2 sehen wollt, 2000 Likes. Ich sag's jetzt, wenn die 2000 Likes geschafft sind, dann bringe ich ein Part 2 raus. Lasst ein kostenloses Abo da, Freunde, dann verpasst ihr Part 2 nicht. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Peace.